So, es ist mal wieder Zeit für ein neues Update. Heute zeige ich euch das, was ich im Oktober eingekauft habe. Auf geht's! Ja, es ist lange her, dass ich euch das gezeigt habe, was ich eingekauft habe. Und ja, weil ich so viele Mangos eingekauft habe, habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich euch wieder das, was ich eingekauft habe. Auf geht's! Ich habe hier von Kaze zwei neue Karten dazu bekommen. Mega nice. Gibt es umsonst. Ja, dann habe ich hier eine Leseprobe bekommen. Auch umsonst von Kaze. Und was demnächst erscheint. Und so weiter und so fort. Dann habe ich hier Band 1 von Life Lessons with Uramichi. Das habe ich noch nicht gelesen, kostet knapp 8 Euro meine ich. Und ist ziemlich dünn. Werde ich demnächst lesen. So, kam auch vor kurzem, deswegen werde ich demnächst lesen. Und dann habe ich hier mein großer Highlight. Oh, darauf habe ich gewartet. Die Blumen des Bösen. Ziemlich dick, 20 Euro. Mit 5 Bänden abgeschlossen, erscheint alle 2 Monate neu und das muss man sich geben. Ich hoffe, dass Happiness demnächst auf Deutsch erscheint. Happiness habe ich schon zu Ende gelesen und jetzt hoffe ich mal, dass es bald bei Manga Code erscheint. Ich hoffe, erst in 2 Jahren. Ich weiß, da kommt noch was anderes von den Mangaka, deswegen erst in 2 Jahren. So, dann habe ich hier den letzten Band von Dragon Ball Band 14, ja. Ziemlich dick, kostet 10 Euro. Kann man sich geben. Hier. So, dann gibt es hier ein Fremder am Strand. Da gab es vor kurzem einen Film im Kino. Das habe ich leider nicht mehr geschaut, weil es bei uns nicht gibt oder nicht kommt. Ist nämlich nett, ist auch ein Boys Love und ist cool. Muss ich weiterlesen. Dann habe ich hier A Man in the Cat Band 1. Mega nice, dass so ein Typ sich eine Katze kauft. Und der wollte schon immer eine Katze haben. Und ausgerechnet so ein fettes Ding. Sorry, ist halt so. Ne? Band 1. Band 2 wurde verschoben, glaube ich, auf Dezember. Ja. Dann habe ich hier was ganz Gutes. Auch wenn man kein Fußballfan ist, kann man das Ganze auch lesen. Blue Lock Band 1. Blue Lock ist so ein, keine Ahnung, so eine Firma, die suchen sich Stürmer und weil Japan so schlecht ist beim Fußball, wollen sie jetzt besser machen. So, Band 1 habe ich schon gelesen. Ich freue mich schon auf den zweiten, der erscheint leider im, also nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, genau. Dann gab es im Angebot bei Tokyopop so ein Pack von 1/3 auf einem Nenner, genau, Band 1 und 2, Band 1 und 2. Dann gab es ein Poster dazu, damit habe ich nicht gerechnet, dass das kommt, weil gab es anscheinend nur bei Tokyopop Shop. Aber doch, da gab es auch bei diesem Pack, wenn man das kauft, so ein Poster. Und das finde ich auch sehr nice. So. Bisher gibt es 6 Bände. Wie ich das gesehen habe, kann man noch einholen. Dann habe ich hier was ganz Gutes. Ein Klassiker von damals. Mila Superstar. Superstar. In der Luxury Edition Band 1 mit 4 Bänden abgeschlossen. Da bin ich noch gerade dabei zu lesen. Sie ist nicht faul, um zu lernen. Sie hat einfach keine Motivation. Deswegen. Da bin ich jetzt gerade dabei. Ja. Ich finde diese Qualität von der Luxury Edition nicht gerade besonders schön. Ich freue mich, dass das jetzt da ist. Aber die Seiten sind sichtbar, das kann man sehen, was auf der anderen Seite scheint. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen? So nicht, aber so kann man sehen, was auf der anderen Seite kommt.
Deswegen ist das nicht so schön von der Qualität. Genau, meine Meinung. Dann habe ich hier Nummer 6. Gab es ja damals bei dem Manga. Jetzt gibt es das in der Luxury Edition. Band 1. Dann habe ich hier Check Me Up. Band 1 mit der Karte. Wo ist sie denn? Da ist es. Da ist es. Da haben wir es. Dann habe ich hier vor kurzem gekauft Dead Demons Destruction Band 2. Dann habe ich hier Yu-Gi-Oh! Endlich mal auf Deutsch. Nach 18 Jahren erscheint das Ganze wieder auf Deutsch. 3 in 1 erstmal, ich glaube danach 2 in 1. Ich weiß es nicht, aber so ungefähr. Dann gab es eine Leseprobe und also eine Leseprobe von Kaisenmanga und Hayabusa, was demnächst erscheint. Genau, dann habe ich hier noch zwei Extras. Blue Lock Poster. Und auch von Mila Superstore. Das war's. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall Blue Lock. Und auch wo haben wir was? Die Blumen des Bösen. Ja. Das ist meine Empfehlung. So, das war's. Danke fürs Schauen. Ich hoffe, dass ihr das genossen habt beim Schauen und wir sehen uns wahrscheinlich demnächst. Bis dahin. Peace.